Und auf der Bahn 1 sehen wir Jan Schinzilorz von der LG Forchheim. Letztes Jahr war er Achter im deutschen Meisterschaftsfinale und das mit 40 Jahren, 2002 als EM-Teilnehmer in München dabei. Sowas wie der Mr. Unverwüstlich des deutschen Hürdenlaufs. Er wird neben dem Meister der Hürden laufen, wenn man das so sagen will. Er hat mal gesagt, er wäre hürdenverrückt, er wäre hürdensüchtig. 7-mal war er bisher schon deutscher Meister. Für den TV Hasler heute unterwegs Matthias Bühler. Und auf der Bahn 7 wird Georg Fleischhauer laufen, LG Eintracht Frankfurt. Ihn kennen wir ja eher von den 400 Meter Hürden. Dort war er unter anderem im Halbfinale bei der WM 2011 in Daegu. Das also unsere ersten 7 Hürdenläufer in dem ersten von 2 Vorläufen 110 Meter Hürden der Männer. Das war der Startschuss für den ersten Vorlauf. Und Georg Fleischhauer hatte da den besten Start erwischt, der 400 Meter Hürden-Spezialist, der ehemalige. Jetzt kommt aber Matthias Bühler hinten raus und er gewinnt das souverän. 13:62, deutsche Jahresbestleistung und das mit deutlichem Vorsprung. Und er schreit raus, seine Freude. Er ist eingestiegen mit 13:95 und 13:93 in die Saison. Und jetzt packt er da mal 3/10 runter auf 13:60 und sendet eine Kampfansage, auch hinsichtlich der deutschen Meisterschaften. In 2 Wochen in Braunschweig, wo wir ihn dann hoffentlich auch wiedersehen werden mit schnellen Zeiten.